Hallo und herzlich willkommen zurück zu Corps Party. Wir sind stehen geblieben in der Halle, wo wir die Puppe gefunden haben, die immer sagt. Die Frage ist jetzt, was wir jetzt damit machen müssen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Da müssten wir jetzt mal ein bisschen durchsuchen. Ob die Puppe irgendwie reagiert, wenn man irgendwo hingeht. Oder, ja. Ich wüsste sonst nicht, wir waren ja eh auf dem Weg zurück zu Miss Yui. Aber Miss Yui scheint ja nicht hier zu sein. Tja. Muss man gerade gucken. Ja, ich nehme auf. So. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Wir spielen immer noch Yoshiki und Ayumi. Mit denen haben wir ja auch die Puppe gefunden. Ja, erzähl doch noch ein paar offensichtliche Dinge. Aber ich weiß nicht, wohin. Gehen einfach mal hier hoch. Vielleicht reagiert die ja. Oder soll die nicht reagieren? Muss man die rausnehmen? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, hier dürfen wir immer noch nicht rein. Hier scheint nichts zu sein. Victims Tools. Nail Puller, Newspaper. Aber die Puppe wird gar nicht angezeigt. Dann sollte die eigentlich von selber reagieren, würde ich jetzt mal einfach so in den Raum werfen. Wenn man die nicht in die Hand nehmen kann und irgendwas mit der machen kann. Naja, müssen wir mal austesten. Ich laufe jetzt einfach noch mal überall rum. Vielleicht trigger ich ja jetzt was, weil ich die Puppe gefunden Also Miss Yui ist immer noch nicht hier. Wenn die überhaupt mal finden. Die scheint ja jetzt tot zu sein, oder? Die wurde doch zerquetscht. Oder? Bin ich jetzt falsch? Nö, die dürfte nicht hier sein. Die wird ja nicht zerquetscht in einem Paralleluniversum liegen. Denke ich mal. Hey, Sister. It hurts. Ich glaube, das hatten wir schon. The door's locked. There's an erratic noise like that of TV static coming from within. Ja klar, natürlich, hier läuft irgendwo ein Fernseher. Die creepy Musik ist noch da. Anscheinend rennt uns der Junge immer noch hinterher. Jo. Tut er, tut er. Sollen wir mal zur Dings zurück? Zur Mayu? Ich wüsste jetzt sonst nicht, was wir machen sollen. Gomenasai. Wir könnten hier nochmal speichern. Die Frage ist, ob es jetzt was nützt, weil wir haben eh nichts gefunden. War das vorher schon auf? Ja, wahrscheinlich, aber wir konnten hier nicht vorbei. Ah, ich glaube, das ist der Gang. Ich glaube, ich weiß, welcher Gang das ist. Wo wir gerade nicht durchkamen, auf der anderen Seite, wo wir Miss Yui gesucht haben. Bringt das was, mit der Puppe hier reinzugehen? Naja, das ist immer noch das hier. Hier ist nichts. Ist der Klogeist noch hier? Nein. Oh, er ist nicht mehr hier. Voll süß gemacht. Sie bleibt immer stehen, wenn sie in die Männertoilette gehen. Wir gehen noch mal in den Raum mit Mayu. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem, weil ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Wir kommen wieder rein.
Seele, Ruhe. Mach deine Augen auf, bitte. Habt ihr nicht schon genug getan, ihr Geister? Ich weiß nicht, was mit euch passiert ist, aber... Aber ich denke, es war sehr schrecklich. Aber ihr verflucht und bringt einfach unschuldige Menschen um, die nichts getan haben, die nichts mit der Sache zu tun hatten. What the hell is that supposed to accomplish? Also, was gerechtfertigt das? Stop if you make them mad, they shut us out. Also, hör auf. Wenn du sie eher verärgerst, dann schalten sie uns auch aus. Kommt schon, ihr zwei. Ich habe etwas, was ich euch erzählen muss, okay? Hört einfach zu. Ayumu hält die antike Puppe. Ayumu hält die antike Puppe in der Hand und lässt die beiden hören, was die Puppe halt redet. Ihr könnt jetzt in Frieden ruhen, okay? Ihr müsst nicht so weitermachen. Die ganzen schlimmen Sachen sind in der Vergangenheit passiert. Eure Eltern warten auf euch. Jetzt geht schon. Geht zu ihnen. Bitte? Ich weiß, dass ihr es könnt. Lasst dieses Mädchen in Ruhe. Lasst sie gehen. Also lasst zu Sumoto gehen, die Mayu. Oh oh. Was ist jetzt? Nein! Stopp! Mayu! Das hat sich matschig angehört. Ach so, das ist die Puppe. Ayumu threw the antique doll on the ground in a fit of panic and frustration. Also sie hat die Puppe hingeschmissen wegen Panik und Frustration. Oh. Nein! Ist sie... No. Was? Meint er jetzt Mayu? Hier ist Blut! Hier ist Blut, hier ist Blut. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Krass, das tropft sogar. Was zur Hölle? Liebe Leute, ich glaube, das war Mayu. Shinozaki, guck mich hin. Lass uns weg hier. Komm schon. Ich halte das hier nicht mehr aus. Shinozaki! Da steht wer. I'm really starting to lose it. Shino. Yoshiki! Ist er jetzt tot? Nein. Nein. Yoshiki. Oh mein Gott, nein. Falsches Ende. Falsches Ende. Falsches Ende. Bitte, bitte, bitte. Falsches Ende, bitte, bitte. Ja, die ist tot. Oder? Die lebt noch. What? The shell feels like it's
Gott, eine Leiter. Es fühlt sich an, als ob der Schrank leichter wird. Oh. Sie lebt noch! Oh, sie lebt noch! Geil! So, you're really truly concerned about the safety of your students, are you? Also, du machst dir wirklich Sorgen über die Sicherheit deiner Schüler, oder? Of course I am. But you're just the instructor, no? You have no familial bond with any of them. You're not either... You're not their mother. Also, sie sind nicht familiär mit ihnen verwandt. Du bist nicht ihre Mutter. Aber sie sind meine Kinder. Ich glaube, ich spreche für alle Einzelnen von uns von der Kisaragi-Akademie. Wenn ich dir sage, dass wir unsere Kinder lieben, wir kümmern uns um sie. Und ihre, so wie Eltern das auch tun. Und ich schätze niemals einen Lehrer? Ich weiß gerade nicht, underestimate, was das hieß. Nun, antworte mir. Your little rant earlier suggests that more of my students are here than I truly can. Also er erzählte ihr, dass mehr Kinder von denen hier sind, als die zwei, mit denen sie gekommen ist, Yoshiko und Ayu. Ist das wahr? Wurden die anderen auch alle hier hingebracht? A numerous corporal entities join us in this closed space, all at the same time. Counting you, I sense the arrival of 9 people. Also der hat selber gemerkt, dass die in die Parallelwelten, 9 Leute gegangen sind. Oh, ja, rechter Arm ist gebrochen. Und all dieses Blut. All those cutting implements on the shelf must have done a number on my back. Was? Ich frage mich, wie lange ich wohl außer Gefecht war. Shinozaki und Kishinuma müssen sich Sorgen machen. Ich muss zurück in den Klassenraum. Dieser Geist war gefangen, so wie wir jetzt. Coming to under the feelings of anger and hatred one victim war. Also der hat ganz viele Aggressionen und Wut in sich. Sie werden, nicht nur die Leute werden hier vom Fang gehalten, sondern ihre ganze Traurigkeit und ihre Aggressionen und alles auch. Wir sollten nicht hier sein. Ich muss sie alle zurückbringen. Ja, das ist zu spät. Please, everybody, stay safe. Seid alle in Sicherheit. Ja. 2 kannst du knicken. Continue in Chapter 3. Wir sind jetzt schon in Chapter 3 angekommen, Leute. Das kam mir irgendwie länger vor, kann das sein? Kann aber auch sein, dass ich diesmal nicht am Stück durchgezogen habe. Ja, und ich würde dann sagen, machen wir dann weiter mit Chapter Nummer 3. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Die Folge hier wird mit Cut nicht mal 15 Minuten haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich direkt im Anschluss jetzt die Folge 3 haben. Also viel Spaß euch dabei. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt zu Chapter 3. Legen wir los. Willkommen zurück übrigens. Für euch ist das jetzt noch dieselbe Folge. Oh Gott, genau, aber jetzt. Ich bin gespannt. Mitsuki. Was? Kurosaki? Hä? Die sind gehört. Die gehören nicht zu uns, oder? Nee. Don't worry about him. He was just here.
すぐその辺で会えるって。Der wird hier schon irgendwo rumlaufen, ich glaube es. Tut mir leid, ich krieg's mit dem Übersetzen nicht so schnell. Ich hasse es, ich hasse es. Ich will nicht hier sterben, so wie sie. Du hast es auch gesehen, oder? Emmys Körper, ihr Kopf. Er war gesplittet? Von diesem Hammer. Mach dir keine Sorgen darum. Da konnte ich leider auch nicht wegdrücken, also nicht anhalten. Das ist von selber gegangen. Oh mein Gott. Was ich mich frage ist, als das Spiel rauskam, ob da die Chapter einzeln rauskamen. Oh, verdammt. Wo sind sie alle hin? Schau. Der Flur. Es kann nicht sein. Der Korridor. Ippo? Ist gewachsen? Nein, nein. Der andere Weg. Guck da unten in der Halle. Ja, irgendwas. Ja, ich glaube, irgendwas kommt. Was? Was ist das? Wieso sieht man nichts? Ich glaube, der Fu Kofi oder wie der hieß, der ist tot. Und ich glaube, sie jetzt auch. Oh mein Gott, das Spiel, ey! Der Hammer. Ja, sie ist von einer anderen Schule. Die hat eine ganz andere Uniform an. Los, wir zucken auf! Du musst laufen! Bestimmt ist dieses Vieh, was gerade den Yoshiki da kaputtgeschlagen hat, hinter dir her, oder? Was passiert? Hier. Was zur Hölle geht hier vor sich? Hä? Und jetzt? Okay, sie geht. Kommt da jetzt was? 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 Gib mir meinen Kopf zurück. Sollte das das heißen? Oh, sie ist auch weg anscheinend. Tot? Oh, ich hätte das gern alles gesehen und nicht jetzt nur den Gang. Hä? Was ist denn jetzt los? Muss ich da dran gehen? Lol. Naomi? Kriegt man Gänsehaut. Naomi? Naomi, Nano? Wer ist denn das? Wer ist das denn? Die macht sich Sorgen. Bitte sag etwas. Ich bin deine Mutter, Naomi. Oh Gott, bitte. Lass dir nichts zugestoßen sein. Wer ist das? Okay.
Tafel geht.